Die EZB hat den Strafzins bereits auf minus 0,5% gesenkt und er könnte noch weiter fallen. Doch dieser Schritt hätte dramatische Folgen. Was ein hoher Negativzins für Banken, Sparer und Versicherer bedeutet, klären wir in dem heutigen Video. Hallo, mein Name ist Tobias Kaip, Experte für Geldsicherheit und Vermögensschutz. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Strafzinsen. Die Commerzbank tut es, die Deutsche Bank tut es, die Volks- und Raiffeisenbanken sind ebenfalls mit dabei. Sie alle planen den Bruch des letzten Tabus. Negativzinsen für Kleinsparer. Bevor wir ins Detail gehen, abonniere doch gerne meinen Kanal, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Dankeschön. Das Ratgeberportal Bialo fand kürzlich in einer Untersuchung von rund 1300 Banken und Sparkassen heraus, dass mittlerweile über 150 Geldhäuser Negativzinsen bei einem Teil ihrer Privat- oder Geschäftskunden erheben. Einige tarnen das in einer Sondergebühr, etwa für Kontoführung, andere erheben ein Verwahrentgelt ab einem bestimmten Betrag, zum Beispiel ab 100.000 Euro. Im Umkehrschluss heißt das derzeit noch, bislang schrecken fast 90% der 1.300 Banken und Sparkassen in Deutschland davor zurück, Privatkunden Strafzinsen abzuknöpfen. Doch damit ist jetzt Schluss. Und das hat nicht nur dramatische Folgen für dich als Sparer. Der Druck auf die Geldhäuser ist längst zu groß. Minus 0,5% müssen die Banken bezahlen, wenn sie über Nacht Gelder bei der EZB parken. Eine Milliardenbelastung für die gesamte Bankenbranche. Deshalb wird jetzt traurige Gewissheit, wovor EZB-Kritiker schon lange warnen. Die Banken bitten bald nicht mehr nur Firmen für die Verwahrung ihrer Einlagen zur Kasse, sondern auch Privatkunden. Und das heißt im Klartext, wer sparen will, zahlt zukünftig drauf. Und dein Vermögen auf der Bank wird kontinuierlich weniger, nicht nur durch die Inflation, sondern jetzt auch noch durch den Negativzins für private Sparer. Wer jetzt denkt, ach, minus 0,5%, dafür ist es wenigstens sicher auf der Bank, den muss ich doppelt enttäuschen. Erstens ist das Geld absolut nicht sicher auf der Bank. Siehe dazu mein Video, welches ich dir hier oben verlinke. Und zweitens, der Boden bei den Minuszinsen ist noch lange nicht erreicht. Unter Christine Lagarde dürfte sich die Politik der Minuszinsen sogar noch verschärfen. Es gibt eine Grenze, wie weit und wie tief man in den negativen Bereich vordringen kann, sagte Lagarde jüngst in einem Interview. Es gibt bei allem einen Boden, aber den haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erreicht, so Lagarde. Das bedeutet konkret, das war erst der Anfang vom Negativzins. Wahrscheinlich wird auch der Leitzins bald ins Negative gesenkt, wie übrigens auch schon in Japan oder in der Schweiz. In der Vergangenheit mussten die Zentralbanken die Zinsen um etwa 4 bis 5 Prozentpunkte senken, um eine Krise zu stoppen. Und bei einem derzeitigen Leitzins von 0 ist klar, wo die Reise hinführt. Für dich als Sparer und Bankkunde wäre das alles der Super-GAU. Momentan gelten noch Freigrenzen von 100.000 Euro und mehr, was eh schon schlimm genug ist, denn genau hier werden ja diejenigen bestraft, die den Banken die Liquidität und Vermögen in die Bilanzen bringen. Aber auch diese Freigrenze wäre dann dahin. Auch die Sparvermögen von Kleinsparern müssten dann daran glauben und werden ebenfalls entwertet. Und das nicht nur für die Sparer ein Riesenproblem, sondern auch für die Banken. Denn die EZB hat mit ihrer Politik des ultrabilligen Geldes die Geschäftsmodelle der Banken schon sehr strapaziert. Die wichtigste Ertragssäule der Geldhäuser, das Zinsgeschäft, ist mit der Abschaffung des Zinses
in der Eurozone faktisch eliminiert. Somit ist auch kein Wunder, dass die Aktien vieler europäischer Geldhäuser rapide in den Keller gerauscht sind. Die Börsen spiegeln wieder, dass die Institute nicht sicherer und stabiler sind als vor der letzten Krise. Sie sind vielmehr wieder zu einem systemischen Risiko mutiert. Wie schon oft erwähnt, stehen die Zeichen alle auf eine neue große Bankenkrise. Denn die EZB hat mit ihrer Politik des ultrabilligen Geldes viele Firmen, die längst insolvent sein müssten, erlaubt, am Leben zu bleiben. Diese Zombie-Unternehmen führen nun ein bedrohliches Eigenleben in den Bilanzen vieler Banken und die Zombie-Unternehmen werden zu Zombie-Banken führen. Davon bin ich überzeugt. Um dieses Szenario zu bekämpfen, hat Olaf Scholz, unser Finanzminister, nun einen irrsinnigen Vorschlag gemacht. Über einen europäischen Einlagensicherungsfonds sollten die nationalen Sicherungssysteme für Banken ergänzt werden. Die Idee ist, dass, wenn eine Bank in Schieflage gerät, könnte sich der betroffene Staat auch Geld vom Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM holen. Dessen stärkster Stabilitätsanker ist aber, dreimal darfst du raten, Deutschland. Das heißt, die Einlagen italienischer oder griechischer Sparer wären in einer Bankenkrise somit weitgehend geschützt mit den Mitteln deutscher Steuerzahler. Somit ist aber klar, dass ein negativer Leitzins den Ausbruch einer kommenden Krise nicht verhindern, sondern im Gegenteil die Marktwirtschaft weiter destabilisieren wird. Denn Geld, das keinen Preis mehr hat, führt unweigerlich zu zwei Dingen. Erstens schlechte Investitionen, die sich nicht mehr rechnen und zweitens eine kolossale Ausweitung der extremen Schuldenberge, wie wir es jetzt in den letzten Monaten schon gesehen haben. Leider. Mein Appell deswegen an dich. Sicher dein Vermögen vor dieser unausweichlichen Entwertung des Geldes. Solltest du noch mehr über das Thema wissen wollen, da empfehle ich dir ganz klar mein kostenfreies Webinar. Den Link setze ich dir wie immer unter das Video. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Dann gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und ich kann jetzt schon sagen, weiterhin alles Gute für dich und deine Finanzen. Bis zum nächsten Video. Tobias Kalb.